Also, was passiert, wenn es eine Veränderung gibt? Als erstes, wir wollen es nicht. Ne? Corona-Pandemie, haben wir gedacht, China, weit weg, Italien, interessiert uns nicht, wir haben ein besseres Gesundheitsmedizinsystem und peng, irgendwann was da, oder? Wir verneinen es zuerst, ja? Wir wollen es nicht wahrhaben. Die größte Redneragentur Europas. Und als nächstes merken wir dann, es ist aber da. Dann kommt die Einsicht, die Akzeptanz. Und mit dieser Akzeptanz bei Veränderungen, und das ist egal, ob privat oder im Job, in Organisationen, mit dieser Akzeptanz rutschen wir ins Tal der Tränen, in die Trauer. Wir verstehen es erst hier im Kopf und dann emotional. Und im Tal der Tränen, da gibt es Heftpflaster, da gibt es Gin Tonic vermutlich, und im Tal der Tränen ist mein Mann ansässig. Der ist nämlich Psychiater. Der verdient sein Geld damit. Ja. Das heißt, wichtig ist, damit ihr aus dem Tal der Tränen rauskommt, in die Akzeptanz zu gehen, und dann können wir erst aufbrechen, in den Aufbruch und dann zum Erfolg. So, jetzt ist es natürlich so, mit der Akzeptanz ist es so eine Sache, weil viele Menschen denken, wenn ich was akzeptiere, muss ich es gut finden. Das ist aber nicht so. Wir können etwas akzeptieren und sagen, es ist, wie es ist, und wir machen das Beste daraus. Wir können akzeptieren, dass die Welt, so wie sie ist, schwierig ist, und wir können trotzdem handeln und die Welt versuchen zu retten. Ja. Und der erste Knackpunkt für Veränderung ist Akzeptanz. Das anzunehmen, wie es ist. Jetzt wird es noch ein bisschen menschlicher, weil das Problem bei Veränderungen in Organisationen ist, dass die asynchron geschieht, die Kurve asynchron durchlaufen wird. Also was heißt das? Geschäftsführer, mal angenommen, die machen Abbau, Personalabbau, schwierige Sache, dann gehen die als erstes durch Tal der Tränen. Dann sind die durch und dann rutschen die Topmanager, die Führungskräfte, und wer läuft als letztes durch? Der Mitarbeiter. Jetzt sind die mit ihren 7 Meilenstiefeln schon vorgelaufen und denken, wieso kommen die nicht, wieso verändern die sich nicht? Naja, klar, weil die Change-Kurve asynchron durchlaufen wird. Und wenn ich im Coaching oder im Training bin, dann hilft es den Menschen, wenn sie wissen, ja, da könnte einer schon weiter sein, der andere da. Da geht es dann darum, wie holen wir die ab? Und Veränderung und Aufbruch gelingt dann, wenn Führungskräfte richtig kommunizieren, wenn sie die Menschen abholen. Darum geht es letztendlich. Jetzt habe ich euch ein paar Dinge mitgebracht, wie Veränderung wirklich gelingt, welche Knackpunkte es gibt. Also stellt euch vor, ihr seid ein Pinguin. Ihr seid ein Pinguin und ihr lebt auf einem Eisberg. Ihr habt tolle Pinguin-Nachbarn, ihr habt einen coolen Pinguin-Job, der Fisch schmeckt total lecker und weit und breit kein Kreuzfahrtschiff. Ihr seid so richtig happy. Jetzt gibt es da 2 Aufpasser, zu Neudeutsch Innovation Scout-Pinguine, die stellen was fest. Die stellen fest, der Eisberg schmilzt. Was ist jetzt das Problem? Gibt es ein Problem? Nö, gibt doch kein Problem. Wisst ihr, was das Problem ist? Irgendwann müsst ihr umsiedeln. Ja, irgendwann. Der Eisberg schmilzt langsam. Das ist das Problem. Und wisst ihr, wann der Pinguin sich bewegt? Die Menschen, Unternehmen auch. Meistens, wenn es zu spät ist. Und deswegen ist eine Sache wichtig. Wir brauchen eine Dringlichkeit. Wir brauchen einen Sense of Urgency, damit wir uns verändern. Vor Corona, meine Kunden, die meisten, Homeoffice geht bei uns nicht. Dann war Corona da, wir wissen es alle, peng, alle waren im Homeoffice. Dann war die Dringlichkeit da. Ne? Das heißt, egal, ob du dich persönlich verändern möchtest oder eine Organisationsveränderung anschiebst, die Menschen müssen die Dringlichkeit verstehen und spüren. Da braucht es aber noch etwas. Das Modell kennt ihr wahrscheinlich. Ja? Wir wissen alle, zu viel Schoki ist schlecht. Hören wir auf, Schoki zu essen? Mm-mm. Wir wissen alle, Rauchen ist nicht so günstig. Hören wir auf zu rauchen? Mm-mm. Und genau das ist der Punkt. Ne? Es gibt da oben die Studien, die Zahlen, Daten, Fakten, die liegen uns vor, aber wir tun nichts verändern. Also gucken wir unter die Wasseroberfläche, da gibt es den ganzen Rest, nämlich Emotionen und so weiter. Warum ist die Titanic gesunken? Wegen dem Kapitän. Ja? Das Ding galt als unsinkbar. Zahlen, Daten, Fakten. Das Schiff war ausgelegt dafür, da hinzukommen. Aber der Kapitän, der wollte schneller, weiter, besser. Der war unter der Wasseroberfläche, der wollte Macht, der wollte seine Emotionen, seine Bedürfnisse, was auch immer befriedigen. Ja? Also das heißt, was wichtig ist, ne? Der Kopf denkt, die Emotion bewegt.
Ich hatte einen Geschäftsführer, ein sehr innovativer Mensch, der aber mit dem Homeoffice einfach ein Problem hatte. Der wollte nicht, dass die Leute im Homeoffice sind. Er sagt, da schaffen die nichts. Da waschen die Wäsche oder machen sonst irgendeinen Käse, die arbeiten da nicht. Ne? So. 2 Jahre haben wir an den hingeredet als externe Berater. Natürlich mussten sie es gezwungenermaßen machen, aber er war nicht dafür. Und jetzt plötzlich nach 2 Jahren kommt der strahlend in die letzte Session. Jetzt finde ich Homeoffice super. Dann haben wir gesagt, was ist denn jetzt passiert? Ja, meine Tochter, die studiert an der Uni und die sagt, ich lerne selbstgesteuert, jetzt habe ich ein Praktikum und da kann ich Homeoffice und so weiter. Also genau der Punkt, der Kopf denkt, die Emotion bewegt. Jetzt ist es so, was wir noch brauchen bei Veränderungen, da haben wir auch schon viel heute gehört und es ist so, es ist wichtig, ja? Das ist ein Ziel. Wir brauchen ein Ziel, weil wenn wir planlos durch die Gegend rennen, dann bringt es nicht. Ich hatte einen Coaching-Klienten, der Paul, Mitte 20, der wollte Teamleiter werden. Man hat ihm das auch zugesagt, er war ein Talent, super, ja? Talentprogramm gemacht. Und dann hat sich das alles wie Kaugummi gezogen. Sein Chef wollte doch nicht den Stuhl räumen. Es war schwierig. Also der hatte ein Ziel, Teamleiter werden, war aber nicht machbar. Was tun? Deswegen gibt es da den Kalender. Wir haben dann im Coaching herausgearbeitet, was kann er jetzt tun? Weil es gibt nur Love it, Change it or Leave it. Die 3 Möglichkeiten haben wir. Also er kann es entweder lieben und weitermachen, er kann es versuchen zu verändern oder er kann es lassen. Leave it bedeutet nicht zwingend, dass ich gehe, ich kann es auch loslassen, keinen Fokus mehr drauf geben. Leave it kann auch sein, ich wechsle die Abteilung, was auch immer. Was haben wir gemacht bei ihm? Wir haben gesagt, 12 Monate setzt er sich zum Ziel, dass er noch sein Bestes gibt und in der Zeit spannt er sein Netzwerk auf, guckt, was zu tun ist und dann entscheidet er, was er tut. Und das war für ihn ein gutes Ziel. Weil 12 Monate war nicht bis zum Lebensende, ich meine, der war 25, also das hat ihn stabilisiert. Ne? Und dann hat er als erstes einmal auf LinkedIn und Xing und so weiter sein Profil geschärft. Dann hat er nach 2 Wochen schon Anfragen von Headhuntern gehabt. Das hat ihn auch wieder Selbstbewusstsein gegeben und stabilisiert. Also das heißt, wichtig ist, ein gutes Ziel zu haben. Und dann kommt der nächste Schritt. Wenn wir ein gutes Ziel haben, dann trennt sich die Spreu vom Weizen, oder? Naja, ihr habt es gehört vorher. Ich habe ja so eine crazy Vita, für die ich mich früher geschämt habe, wenn ich mich als Juristin beworben habe, dass ich mal Tänzerin war, weil da wurdest du echt schräg angeguckt. Ne? Tanzen und Jura gibt es eine Verbindung. Und zwar kannst du beim Tanzen, trainierst du den ganzen Tag, und Tänzer sind sowieso die Verrücktesten, die trainieren den ganzen Tag und abends gehen sie ins Fitnessstudio. Ja? Also das heißt, du hast so Spitzenschuhe an, dann drehst du Pirouetten und dann fängt es an zu reiben und dann gibt es eine Blase. Das kennt ihr vielleicht im Sommer. Neue Schuhe, keine Socken, hm? Die Wohnung ist noch weit entfernt. Dann platzt die Blase, du drehst weiter Pirouetten, Pina Bausch sagt, encore une fois, Attitude, machst weiter. Dann blutet's und es ist wie Salz auf der Wunde. Und in dem Moment habe ich gedacht, ich schmeiß jetzt alles hin, ich kann nicht mehr. Abends Trikots gewaschen, Füße verpflastert, Knie haben wehgetan. Und dann hat mir meine Oma hat mir gesagt, in dem Moment, wo ich kurz davor war aufzugeben, Susanne, halt durch. Wer durchhält, bekommt etwas geschenkt. Und dann habe ich weitergemacht. Und das sieht nicht so hübsch aus. Und die Frage ist, wenn ihr ein Ziel habt, was ist dein blutiger Zeh? Was bist du bereit für deine Veränderung zu geben? Und ein blutiger Zeh kann sein im Business, wenn ich Englisch lernen will, ich stelle den Wecker um 5:45 statt um 6 und lerne eine Viertelstunde Englisch. Ein blutiger Zeh kann sein, Führungskräfte kommen zu mir und sagen, oh, Frau Nickel, meine Leute machen nicht, was ich will, wie kriege ich denn die dazu? Naja, wie oft hast du es denn gesagt, wie oft hast du es erklärt, sei Mr. und Mrs. Hartnäckigkeit. Auch das ist ein blutiger Zeh. Und wenn du 20 Pirouetten drehst, welches ist die wichtigste? Ich höre ganz oft die erste, die letzte und ich sage die 21. Mach immer ein kleines bisschen mehr. Weil egal, ob du Mitarbeiter oder Führungskraft bist, die Leute gucken auf dich, die schauen, was du tust.